Sie ist auf jeden Fall wesentlich komplexer geworden. Es geht nicht mehr darum, Nachrichten für den nächsten Tag oder den übernächsten Tag zu formulieren, sondern wir arbeiten in verschiedenen Geschwindigkeiten für verschiedene Kanäle. Die Gesellschaft hat sich entwickelt, die Technik hat sich extrem verändert und dem müssen wir Rechnung tragen, indem wir da einfach am Ball bleiben. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall am Puls der Zeit bleiben und mit den technischen und den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten. Einfach noch mehr zuhören, uns noch mehr jeden Tag fragen, was ist interessant, was ist relevant, warum tun wir, was wir tun. Und wir müssen uns die Neugier bewahren, glaube ich, die richtigen Fragen stellen und immer wieder jeden Tag aufs Neue auch unsere Qualitätsstandards hinterfragen. Journalistische Freiheit bedeutet für mich, Fragen zu stellen und einfach viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Ich finde, unser Job ist so abwechslungsreich, dass man nie weiß, wie der Tag endet. Und journalistische Freiheit ist in dem Fall dann tatsächlich, alle Seiten zu hören und Zusammenhänge darzustellen. Also ich betreue seit mehr als 10 Jahren auch Zeitungen in der Grundschule als besuchende Redakteurin. Und das ist jedes Jahr eine Freude, weil es einfach so ein außergewöhnliches Erlebnis ist, einfach selber befragt zu werden. Und das ist total spannend, weil die Kinder jedes Jahr dieselben Fragen stellen. Also es kommt immer die Frage, wie viel verdienen sie? Aber sie stellen auch wirklich Fragen, die zeigen, dass sich die Zeit verändert. Und das ist super. Die fragen jetzt nach Internet, nach WhatsApp-Kanälen, nach Instagram. Die wollen wissen, wie wir überhaupt technisch aufgestellt sind. Das war natürlich vor ein paar Jahren überhaupt noch kein Thema. Und das macht, glaube ich, unseren Job auch so interessant, dass wir auch mit der Generation über Medien sprechen können. Ja.